Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind unterwegs heute zum ersten Mal in Spintires Mud Runner. Und noch ist niemand dabei, ich bin allein, ich werde das Ganze hier wahrscheinlich Folge 0 nennen, vermute ich mal, weil ich einfach mal sehen wollte, wie sich das Ganze so spielt, was sich geändert hat, möglicherweise, wenn sich denn was geändert hat, weiß ich ja alles noch nicht. Ich habe mich da überhaupt nicht gespoilert, ich lasse mich komplett überraschen. Das Einzige, was ich jetzt schon gespielt habe, ist ein kleines Tutorial, in das ich vom Spiel beim ersten Spielstart hineingeschmissen wurde. So, Einzelspieler können wir uns mal gerade ansehen. Wir sehen, es gibt hier verschiedene Maps, die man teilweise erstmal freischalten muss. Soweit so interessant. Die werde ich jetzt noch nicht spielen. Vielleicht auch noch nicht in dieser Folge, / in diesem Stream. Sondern ich will jetzt wirklich einfach nur mal so ein bisschen gucken, wie das Spiel so läuft. Keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde, irgendwie sowas. Und dann war es das auch schon wieder hiermit. Danach werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes machen. Das heißt, ich lege mich jetzt einfach mal gerade hier in die Challenges. Und hallo Rawhide. Ach Mensch, Grüße gehen raus. So. Challenges gibt es aktuell 9 Stück, keine Ahnung, ob da noch mehr dazu kommen. Und davon ist eine freigeschaltet, namentlich das Monstrum. Kopple einen Anhänger an und fahre den Sattelzug dann in eine kleine Stadt. Bonusziele, beschädige weder dein Fahrzeug noch ein anderes. Kriegen wir bestenfalls vielleicht sogar hin. Fahre nicht auf der Gegenfahrbahn, na, schauen wir mal. Und verwende beim Fahren mit Anhänger den Fahrerhauskameramodus. Können wir uns mal anschauen, aber ja, in Spintires war ich bisher eigentlich immer eher Fan der Außenansicht, ehrlich gesagt. Guten Abend, Benegamer. Und willkommen im Stream. Und in der Aufnahme. Willkommen zur Challenge. Primärziele. Kopple einen Anhänger an und fahre den Sattelzug dann in eine kleine Stadt. Bonusziele haben wir gerade vorgelesen. So. Wir fahren dazu den C. Wie hießen die Viecher nochmal? Das waren die 65er? 6520 und 6522, glaube ich, waren das hier. Warte mal, ich kann doch hier einfach mal Start drücken auf dem Gamepad. Ich kann nicht einfach mal Start drücken auf dem Gamepad. Hä? Irgendwas Merkwürdiges ist gerade passiert. Und ich habe einen Erfolg bekommen. Fahrer. Aber ich fahre doch noch gar nicht. Ich versuche zu lenken und es dauert ewig. Ist das normal? Ist das bei der Tastatur genauso? Das kommt mir viel langsamer vor als früher. Aber gut, die Servo ist noch nicht an. Wir starten mal den Motor. Vielleicht bringt es ja schon mal was. Oh, mir wird sogar der Motor angezeigt. Das war nur so dahingesagt, der lenkt wirklich schneller. Okay, das ist cool. Das gefällt mir auch schon mal ganz gut. 9 Gänge soll er haben, das ist auch ziemlich cool. Fahrzeuge hatten ja bisher eigentlich immer nur 5 Gänge. Und gut, wenn ich jetzt mal gerade hier den Gang rausnehme. Ich höre irgendwie gar nichts von der Maschine. Nee, Sekunde. Wo muss ich denn da hin? Folge hier Einstellung natürlich. Lautstärke. Habe ich ihn vorhin runtergedreht, weil es mir zu extrem war und jetzt gerade. Ja, jetzt haben wir auch ein bisschen was vom Motor. Es geht doch gut klar. Den gab es nicht im Urspiel. Ja, das könnte sein. Aber er hat was vom 65er. Wenn das der 65er war, was ich meine. Genau, mit Beck komme ich auf die Karte. 65-115. Ja, das ist ein neuer. Aber eine Abwandlung von einem dem Vakanten. Soweit so cool. Eine Route ist auch bereits vorgelegt. Und da ist unser Anhänger. Alles klar. Huch, nein, ich wollte nur aus der Karte raus. So, auf Beck ist aus der Karte rauskommen. Und irgendwie geht dabei jedes Mal meine Taskleiste auf. Warum? Also das muss ich noch beobachten, bevor ich mich da in die erste richtige Aufnahme reinschmeiß. Okay, wenn ich in die Gänge gehe, dann rutscht er schon so ein bisschen vor. Dann haben wir den guten alten 1 Plus, klar, und den automatischen Modus. Das Layout hat sich ein bisschen geändert. Aber nicht unbedingt zum Schlechten, möchte ich behaupten. Ich denke, das könnte ganz gut funktionieren. Okay, drehen wir mal ein Ründchen. Und folgen der Route, die wir hier vor uns haben. Übrigens, komm, ich gehe mal. Na, falscher Gang. Na, falscher Gang. So, da wollte ich hin. So, okay. Bei Fragen kann ich nicht helfen, hab nur Spintires. Ja. Ja, also ich denke mal, es wird im Groben wohl doch ähnlich genug sein. So, wo ich den Blinker herbekomme, ist natürlich rätselhaft. Wir haben Allrad an Bord, oder? Haben wir Allrad an Bord? Nö. Wir haben weder Allrad noch Differentialsperre. Na, herzlichen Dank auch. Ich bin mal gespannt, ob wir die Kiste hier einigermaßen ans Ziel geprügelt kriegen. Komm, Schaufel und Grab im F1, klar, im 1 Plus Gang. Kupplungsanzeige ist nun auch. Das ist ein schmaler Stein. Ach so, ja, genau. Kupplungsanzeige. Das weiß ich, was du meinst. Richtig. Gut, wenn man genau hinguckt, wenn ich hier langsam den Hebel bewege, es sind tatsächlich immer noch
die drei Einzelbereiche. Aber es verhält sich alles ein bisschen anders. Es fühlt sich alles ein bisschen anders an. So, mal gucken, ob ich hier vielleicht mit viel Gefühl und wenig Gas rauskomme. Wenn nicht, dann dürfen wir gleich schon mal die Winde bemühen. Und was gleich auch schon mal ausprobieren. Ja, X und A für Dings, für Allrad und so weiter bringen nichts. Ach, da ist das Licht hingewandert. Das war doch früher mal auf Y. Ich habe das gerade nur mit dem Gamepad gemacht. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe das gerade nur mit dem Gamepad gemacht. Huch. Warum habe ich denn auf der rechten Schultertaste die Hupe? Okay, von mir aus. Ah, und jetzt kann ich die Winde auch mit Y anziehen. Okay. Stellt sich mir jetzt nur noch die Frage, wie ich die jetzt löse. Schnell drücken, schnell hintereinander drücken oder so? Nee. Fortgeschritten, lösen. Ah, okay. Das geht also nicht on the fly dann. Das habe ich hier schon wieder. Die Maus springt immer in die untere Ecke. Und dabei öffnet sich meine Taskleiste übers Bild. Das dürfte bei euch nicht im Bild sein, aber mich stört es halt gerade so ein bisschen. So. Okay, haben wir die Winde also auch gesehen. Manchmal ist es eben eine verbesserte Variante. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Da ist unser Auflieger, alles klar. Holen wir uns den mal gerade. Na, falscher Gang, so. Das gute alte Gänge sortieren. Das wird mich auch hier wieder begleiten. Auch die Reflexion auf der Frontscheibe. Es sieht auch insgesamt noch mal ein bisschen besser aus als früher. Na doch, ich denke, das wird ein geiles Spiel. So, noch ein bisschen näher. Dann muss ich in den fortgeschrittenen Modus. Foto abstellen, Truck wechseln, Winde anbringen. Will ich alles nicht. Nee, ich glaube, hierfür brauche ich dann wohl doch die Maus. Alles klar. Gut, die Maus zu brauchen bin ich ja sowieso gewohnt in dem Spiel. Also, alles, was das Spiel einfacher und besser macht, nehme ich gerne an. Für alles andere komme ich aber auch klar, damit die Maus zu betätigen entsprechend. Das ist kein Ding. Jetzt verwende den Navigationskarte, um deinen nächsten Zielort zu finden. Ja gut, dann verwende ich mal den Navigationskarte. Mein nächster Zielort ist... Ach Gott, ich muss jetzt mal wieder hier. Da ist mein Zielort, so zoome ich raus. Oh Gott, wie fahren wir denn da am besten? Hier ein Stück hoch, hier links raus und dann hier hinten rum. Weil hier quer durch den Wald bügeln will ich jetzt nicht. Also das werdet ihr wohl nicht von mir verlangen. Wir könnten eigentlich auch hier den besseren Weg außenrum. Dann hier abbiegen und dann den Zielort. Ja. Bin ich mal gespannt, ob das so jetzt alles hinhaut. Wie verändere ich eigentlich die Ansicht? Steuerkreuz hoch und Fahrerhauskamera. Linken Stick drücken. Oh! Oh! Okay, jetzt müssten nur noch die Spiegel funktionieren. Aber das ist ja schon mal... Edel ist das ja. Gut, dass ich hier festsitze, ist jetzt nicht ganz so edel, aber ansonsten... ja, nehmen wir den Punkt so lang. Das passt schon. Ach genau, und dann hier Y gedrückt halten. So war das. Habe ich schon wieder das Licht ein- und ausgeschaltet hier. Und jetzt bräuchte ich eigentlich noch irgendeine Schnellmöglichkeit, um die Winde zu lösen. Aber die kriege ich, glaube ich, nicht. Ich wollte gerade sagen, da läuft ja ein Timer, aber der läuft nach oben. Alles da, alles da. Dann passt das ja. Dann ist das ja alles kein Ding. So, schön gucken, dass nichts kommt, ne? Wie im ETS. Wenn wir dann so ein bisschen in Fahrt gekommen sind... Haben wir hier den 1 Plus rein. Weißt du was? Hier, komm. Wir haben noch 9 Gänge. Nehmen wir den automatischen Modus. Jo, wir haben marschiert. Die Kompass-Einblendung hier vorne sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber sie scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Und hier müssen wir jetzt auch schon wieder raus. Ich bin so ETS geschädigt. Ich muss immer gucken, dass von rechts nichts kommt. Ich finde die Außenansicht besser. Ja, die werde ich auf lange Sicht wahrscheinlich auch spielen. Aber jetzt gerade feiere ich, dass es die Innenansicht überhaupt gibt.
Ich darf mich nicht an den Händen des Fahrers orientieren, sondern wirklich am Lenkrad. Ist ein bisschen ungewohnt. Fünfte Gang, jetzt nehmen wir langsam sogar ein bisschen Fahrt auf hier. Hey! Bonusziel erreicht, fahre nicht auf der Gegenfahrbahn, sagte mir, während ich hier zwischen den Spuren entlang heize. Außerdem glaube ich, ich bin gerade hier an meinem... Yep, bin ich auch. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen rückwärts. Ja, Piep, piep, piep. Richtig rausgucken kann ich hier nicht, ne? Spiegel habe ich auch nicht. Nee, dafür ist es ungünstig. Achso, nee, linker Stick. So. Dann kriege ich den Erfolg halt nicht. Kann ich mal ein andermal holen. Aber dafür kann ich wenigstens so ein bisschen sehen, was mein Auflieger hier hinten macht. Da haben wir alle mehr von. Auch die Darstellung der Räder. Es kommt mir alles nochmal ein bisschen schärfer, ein bisschen detaillierter vor. Gegenfahrbahn ist gescheitert? Ach so. Okay, gut, dann eben das. Da stand irgendwas mit Gegenfahrbahn, deswegen dachte ich, ja. Na gut, macht ja auch mehr Sinn. So, einmal hin ins Plus gehen. Ach, bis da was kommt die Automatik. Okay, hier kommen wir nicht direkt durch. Schade. Dann eben nochmal einen weiter. Boah, die Bremsen klingen ja unschön. Fies, fies, fies. So, durch die Wohnsiedlung werde ich jetzt... Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ja, gut. Dann müssen wir halt doch außen rum. Das war so schön einfach aus von Weitem, aber von Nahem ist das hier alles schon so ein bisschen blockiert, ja. Na gut, dann ist es halt so. Dann fahren wir halt hier entlang und da entlang und dann sind wir auch irgendwann da. So. Kann ich hier abkürzen? Nicht wirklich, aber ich glaube, ich kann hier wenden. Na, dann gehen wir mal gerade eine Runde im Kreis. Noch habe ich den Erfolg dafür, dass ich den LKW nicht beschädige, noch nicht weggeschmissen, ne? Dann gucken wir mal, dass wir das noch hinbekommen. Hier schön so ein bisschen weiter ausgeholt. Dann kommen wir auch mit dem Auflieger rum. Wenn ich einmal kurz den Stick reindrücke und hier quasi einmal kurz da unten den Ganghebel auswähle und wieder entwähle, dann verschwindet meine Taskleiste. So, hier geht das jetzt lang. Ich habe auch das Gefühl, dass das kann jetzt Einbildung sein, weil das alte Spinter, das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber mir kommt es auch so vor, als wären die Schatten schärfer geworden. Lenkung ist langsam. Lenkung ist sehr langsam. Ja, da spürt man wirklich, dass man ein schweres Geschoss in dem Hintern hat. Nicht so eine komische Vollservo, wie es früher immer war. Kommen wir hier weiter. Was steht denn da für ein Autochen? Ja, hier sind wir richtig. Hat den Punkt da hinten nicht angenommen, aber hier sind wir im Grunde genommen richtig. Dann setze ich jetzt noch gerade hier den einen Punkt, dann soll das reichen. So, Taskleiste wieder weg. Hat ja fast schon was vom Scania Truck Driving Simulator hier mit den Hindernissen. Und der kleine Wagen hier, den finde ich aber gerade saucool. Der wird wahrscheinlich ziemlich unnütz sein, wenn es ins Gelände geht. Vermute ich mal, fürchte ich mal. Ah ne, ich bin ja eh im automatischen Modus, kann ich jetzt sogar zurück. Ja, auch hier hinten die Turbolader, die man da sieht. Das ist jetzt nicht neu, so ein bisschen, so ein paar Sachen hat man ja früher auch schon gesehen. Aber sieht irgendwie alles nochmal ein bisschen schöner aus. Außerdem fallen mir hier gerade die Kabel auf, die den Auflieger mit der Zugmaschine verbinden. Cool. Der kleine Wagen hier hat was. So, jetzt mal gerade gucken, dass wir an dem blauen Typ B hier vorbeikommen. Hier wird es auch wieder ein bisschen matschig. Ja gut, da haben wir genug Platz. Können wir gerade noch einen Rhinoceros zwischendurch schieben, das ist kein Problem. So, und ab hier würde ich sagen, damit er nicht ganz so sehr spult, gehe ich mal in den Einser. Und dann matschen wir uns hier so ein bisschen vorwärts.
Jetzt heute Scania Truck. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich will jetzt nur mal gerade ganz kurz eine kleine Proberunde machen. Einmal mit Spin Tires. Gleich eventuell noch was anderes starten. Und dann sollte es eigentlich auch schon wieder gewesen sein, weil ich möchte dann später noch was essen, mich dann irgendwann noch hinhauen und so weiter und so fort. Ist ja alles ein bisschen unter der Woche. Heißt natürlich nicht, dass nicht vielleicht morgen nochmal was kommt. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen an dieser Stelle. Obwohl ich auch da nicht sagen kann, was kommt. So, da vorne sollen wir den Kasten abstellen. Und damit hätten wir dann die erste Challenge auch schon hinter uns. Achso, der sollte auch noch rückwärts rein. Ah gut, dann machen wir das halt auch noch. Bin ja gar nicht so, kriegen wir hin. So, hier ist ein Baum im Weg, oder? Ja. Jetzt nehmen wir gerade ein Stückchen zurück. Ich will aus dem Rückwärtsgang irgendwie mal zuerst nach links bewegen. Das Layout ist einfach anders und damit automatisch gewöhnungsbedürftig. Das ist übrigens gerade genau das richtige Lied, das man hören will, wenn man festsitzt. Freue ich mich schon drauf, wenn das irgendwann passiert. Gerade mit so einem kleinen Typ A irgendwo im Matsch festgefressen, am besten auf die Seite gelegt. Und dann geht dieses Lied los. Im letzten Stream hatte ich deine Freundin so oft angeschrieben, aber alles gut, nichts Schlimmes. Doch, das hört man noch gern, wunderbar. Stand hier noch einer. Der war im toten Winkel. Der war sowas von dem toten Winkel, der hat sich versteckt. Ja, die Kameraführung, auch da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen gerade. Hab Spinter ist jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Achso, okay, so reicht euch das. Na gut, alles klar. Dann lösen wir den Hänger. Achso, fahre weg, um die Challenge abzuschließen. Na gut, alles klar. Tada! Beschädige weder dein Fahrzeug noch ein anderes. Dass ich ausgerechnet das abschließen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie soll man denn bitte im Fahrerhaus-Kameramodus rückwärts an die Stelle fahren mit dem Auflieger? Wenn man sich weder aus dem Auto rauslehnen noch die Spiegel nutzen kann. Oder sind damit nur die asphaltierten Straßenabschnitte gemeint? Guten Fahren nicht auf der Gegenfahrbahn könnte man jetzt nochmal nachholen, aber ist mir jetzt wurscht für den Moment. So. Ich würde sagen, ich klicke mal noch in eine weitere Challenge rein. Reparieren und auftanken. Oder nee, komm, eine Challenge haben wir jetzt hinter uns. Dann klicke ich jetzt im Einzelspieler mal in so eine Map rein. Ich werde die jetzt nicht durchspielen. Werde ich sowieso nicht, dafür reicht die Zeit gar nicht. Aber einfach um es mir anzusehen. Der Sumpf oder die Insel. Ich würde sagen, ich bin reif für die Insel. Also gucken wir uns die mal gerade an. Das Ganze natürlich auf Simulation, genau. Die Karten hatte ich mir schon angesehen. Aber noch nicht mehr. Ein Fahrzeug kann zurückgezogen werden, okay. Auch die anderen beiden, die sind fest. Kann zurückgerufen werden. Was heißt das? Heißt das, ich kann das Ding zur Werkstatt zurückschleppen lassen, wenn alles schief geht oder was? Naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Probieren wir es einfach mal. So, wir haben hier den guten alten C255, ein B131. Das ist ja mal ein interessanter Typ B. Typ B war bisher immer nur eine kleine heckgetriebene Nutzlose. Gut, dann haben wir hier noch den A469. Müsste, glaube ich, auch der gute alte sein, ne? Ersatzrad? Ach ja, da hinten, da hat das Ersatzrad dran. Nice. Finde ich schön, dass sowas optional ist. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir den noch direkt mal. Ersatzrad nehme ich mit. Dachkoffer lasse ich jetzt einfach mal da. Der ist auch nicht ganz so kopflastig. Das hat mir auch schon früher mal so ein bisschen das Genick gebrochen. Und dann sehen wir uns hier auf der Karte einfach mal so ein bisschen um. Einfach mal rauszoomen.
Wüsste ja gerne mal, was das jetzt zu bedeuten hat. Ah, wird schon seinen tieferen Sinn haben. Hier hinten ist noch so ein Inselchen. Auch ganz cool. Cloakings. Die Cloakings sind jetzt also nicht mehr Verdeckung, sondern Beobachtungspunkte. Alles da. Hier unten ist das Sägewerk. Das Sägewerk Bad Sägeberg. Das ist unser ganzer Stolz. Gibt es auch als Koop-Multiplayer. Was denn jetzt? Also bei normalen Maps würde ich einfach mal schwer davon ausgehen. Bei den Challenges glaube ich eher nicht. Hier vorne ist ein Typ B. Blockstelle ist offen. Was hat das zu heißen? Okay, wir heizen jetzt einfach mal hier zum Typ B. Schalten den frei, also zum B66. Ist ja ein anderer als der, den wir schon hier haben. Gucken uns mal an, was eine Blockstelle ist. Und heizen dann hier runter zur Werkstatt. Da ist eine Werkstatt. Dann verbinden wir es doch direkt, ne? Warte mal, nochmal Back drücken. So, und dann gucken wir, was der neue B hier so stemmen kann. Ersatzrad, Frontauspuff. Ladefläche, Mehrzweck, nicht verfügbar. Achso, dafür brauche ich wahrscheinlich erstmal hier die Dings, die Sattelkupplung, gell? Mehrzweck. Werkstatt-Sattelanhänger, 4 Punkte. Werkstattteile, 2 Punkte. Werkstattanhänger, auch 2 Punkte. Was ist das denn für ein geiler Werkstattanhänger? Was ist das denn bitte für ein geiler Werkstattanhänger? Das ist ja super. Schleppen wir direkt die Behausung darunter. Oh, und was sind das für Räder, bitte? Na gut, ich würde sagen, probieren wir es mal, ne? Also hier entlang, am Sägewerk vorbei. Den Typ B freigeschaltet, gucken, was die Blockstelle ist. Hier einfach weiter dem Weg folgen und dann gucken, dass wir zur Werkstatt kommen. Das ist jetzt einfach mal die Herausforderung für den Moment, würde ich sagen. Kann ich eigentlich noch irgendwas mitnehmen? Frontauspuff. Nö, brauchen wir nicht. Wie klingt der denn? Das finde ich mal gerade ganz schön. Genieß das mal. Das klingt auf jeden Fall anders als früher. Okay, cool. Handbremse lösen. Diff-Sperre ist an. Brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Ja doch, werden wir noch brauchen. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal würde ich sagen, fahren wir einfach nur mit Allrad. Und schleppen uns hier vorwärts. War der erste Gang eigentlich schon immer so ein Kriechgang? Kommt mir fast noch langsamer vor als früher. Aber wie gesagt, ich habe Splinter ja auch schon länger nicht mehr gespielt. Gucken wir, wenn wir ins Plus kommen. Jawohl, das geht. Allrad ist auf jeden Fall am Start. Dann prügeln wir hier direkt mal. Mit Sperre. Durch den Matsch. Durch. Ich glaube, das war eine scheiß Idee. Ich glaube, das war eine richtige scheiß Idee. Da vorne sehe ich auch so ein paar Stöcke rumliegen schon und so. Ja. Ja. Selbst der Fahrer hat eine Animation. Ja gut, der Fahrer war bisher eigentlich immer schon. Der hat sich auch aufs Lenkrad gedreht und gepennt, wenn man den Motor ausmacht. Das ja. Muss ich jetzt eigentlich lang? Bin ich hier noch? Nein. Hier. Ja doch, hier muss ich auf links. Also doch, okay. Ich feiere das gerade, dass ich hier so einen Pausenwagen hinter mir herziehe. Sag mal, ist der ungelenkt? Das Ding ist echt ungelenkt. Was ist das denn? Warum? Ich habe mich ja kaum getraut, das auszusprechen, aber das ist wirklich ein Zuganhänger, oder? Das ist wirklich ein Gleisanhänger, kann das sein? Da Sachen gibt's. Na. Entschuldigung. Da wollte ich hin. Project Cars, wurdest du gerade zu einer Meisterschaft für nächstes Jahr eingeladen? Okay, Project Cars 2 habe ich jetzt kaum eine Ahnung von, aber auf jeden Fall mal herzlichen Glückwunsch. Komischer Anhänger.
Naja, das ist mir echt noch ein Rätsel irgendwo. So, erstmal die Sperre gelöst. Dann gucken wir uns mal an, was das hier für ein Typ B ist. Oh Gott, die Lenkung ist echt langsamer geworden. Ah, das ist doch der gute alte Typ B. Wunderbar. Hier ist nochmal so ein Werkstattkarren. Halt mal. Nee, doch, ich dachte schon, der hätte jetzt hier ordentliche Räder drauf. Aber es ist gleich, was wir hier auch gerade ziehen. Lustig, tralala. Kann man hier auch mal gerade ins Innere gucken. Sieht genauso aus wie beim anderen, alles klar. Lenkrad ist anders. Aber die Armaturen sind identisch, okay. Trucks ohne Holzladung dürfen passieren. Heißt das, mit Holzladung darf ich hier nicht passieren? Muss ich dafür dann außenrum fahren oder was? Soll gerade die Kamera wechseln übrigens. Trucks ohne Holzladung dürfen passieren. Das heißt, wenn ich hier am Sägewerk Holz hole, dann muss ich also irgendwie außenrum eiern. Gut, hier zum Sägewerk, da muss man ja eh hier außenrum. Und hier... ja, irgendwie hier ganz außenrum. Und dann hier... Werkstatt, Tankstelle. Ach so, das ist alles komplett irrelevant. Das einzige Sägewerk ist hier unten. Ach so. Ja gut, okay. Nichtsdestotrotz kann man diese Dinge ja mal mitnehmen. So, wo muss ich von hier aus weiter? Wahrscheinlich diesem Weg hier folgen, vermute ich mal. Jetzt nicht stimmt, haben wir trotzdem noch ein bisschen was von der Welt gesehen, ist auch nicht schlecht. Sind doch zwei Sägewerke. Gehe ich mal gerade in den Einsergang. Was mache ich denn da? So hart wollte ich hier gar nicht einlenken. Ist der Hänger noch dran? Der Hänger ist noch dran, der folgt brav, okay. Und das Ding mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen. Schon jetzt aber hier mit Schwung, mit Schmackes. Komm schon. Oh weh, oh weh. Naja, also die Zugmaschine ist durch. Und der Anhänger hoffentlich auch. Ey, der folgt brav wie ein Schoßhündchen. Da brauchen wir uns ja gar keinen Kopf drum machen. Wunderbar. Gehen wir gerade in den Einsaun und holen die Sperre. Die Sperre jetzt an? Ne, jetzt die Sperre an. Die Sperre war noch an. Okay. Das ist schon ganz cool gemacht hier. Ist schon ganz cool gemacht. Weiter als das hier kann ich übrigens nicht nach links gucken. Das ist nur so am Rande. Kann sich in der Fahrerhausansicht noch umschauen. Ich glaube, das habe ich dann gerade ganz automatisch noch beantwortet. Hä? Aber eben nur so weit, wie ich es hier gerade gezeigt habe. Also nach unten hier, so weit kann ich nach unten gucken, so weit nach rechts, so weit nach oben und das war es dann jeweils. Das ist eigentlich das ganze Ausmaß hier. Aber ist trotzdem ganz nice. So, entladen. Wunderbar. So, den ersten Erfolg schon mal mitgenommen, gestrandet. Also den ersten Erfolg auf dieser Map, meine ich. Und von hier aus würde ich jetzt einfach mal... ein bisschen Sprit und Reparaturpunkte. Oder nur Reparaturpunkte, von mir aus auch das. Und dann mich immer noch so ein bisschen weiter umsehen. Ich habe auch gerade gelesen, es gibt zwei... Stammausgabe, Beobachtungspunkt. Ach, das hier unten ist ein Säge... ja, gut, okay. Irgendwie war ich in Gedanken dabei, dass hier eine Stammausgabe wäre. Ja, alles klar. Das ist also hier unten sind die beiden Sägewerke und hier oben sind die Stammausgaben, da muss man dann außen rum. Und hier durch die Blockade ist einfach der schnelle Weg, um hier oben die Werkstatt schon mal freizuschalten, so ungefähr. Und dann könnte man von hier aus jetzt einfach mal ein bisschen Holz, Dings hier, Kran und sowas mitnehmen. Dann hier an den Stammausgaben entlang außen rum.
und dann hier zum Sägewerk runter. Das wäre natürlich eine Option dann jetzt, genau. Ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal zum Beobachtungspunkt. Der müsste ja eigentlich direkt hier vor uns sein irgendwo. Schauen wir mal. Mal gucken, wie der aussieht, ob sich da auch irgendwas geändert hat. Ob ich in die richtige Richtung fahre. Ja doch, sieht gut aus. Ah, da vorne das Fähnchen. Hä? Finde ich auf jeden Fall schöner als diese... Oh Gott, die Sperre aus, Entschuldigung. Finde ich auf jeden Fall schöner als diese schwarzen, Dingsens hier, diese schwarzen Tornados immer. Macht auf jeden Fall ein bisschen mehr her. So, dann fliegen wir immer so ein bisschen über den Strand. Und tada! Navigationskarte enthüllt. Ja, soweit so schön. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? 30 Minuten, alles klar. Dann werde ich jetzt noch einmal eben kurz zurückfahren. Oder nee, ich mache das noch anders. Das Ding kann hier stehen. Spring mal eben zum 255er hier, zum C. Und sage hier, dass ich jetzt ganz gerne den Wagen mit Kran hätte, zum Beispiel, genau. Mit der Kiste können wir jetzt ansonsten nichts mehr mitnehmen, da ist also alles beim Alten geblieben, wunderbar. Dann fahre ich hiermit jetzt mal gerade zur Stammausgabe, ich möchte einmal einfach Holz aufnehmen, mal gucken, wie das funktioniert jetzt. Huch. Wollte ich gar nicht, das wollte ich, genau. Ja. Links geht auch noch ein Weg entlang, kann man sich bestimmt auch irgendwann mal ansehen. Aber nicht jetzt. Jetzt hau ich erstmal ein Allrad rein und den 1 Plus. Wenn wir so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ach, die Differentialsperre ist sogar drin. Okay, alles klar. Ich kann ein bisschen vom Gas gehen, sondern nicht ganz so sehr spult. Ja, war direkt schon mal wieder ein Fehler. Allrad und Def-Sperre sind doch drin. Warum tut sich der Hund denn so schwer hier gerade? Gab's den Wagen mit Kran hier und kurzen Holzanhänger? Nee, das war glaube ich nur bei dem, der den Kran vorne drauf hatte. Das war dann auch derjenige, der irgendeine Art von Anhänger braucht, um überhaupt Holz mitzunehmen. Und der hier, wenn man hier den ganzen Kladderadatsch mitnimmt... Ich bin auch so doof, ich wollte doch gar nicht zum... Jetzt habe ich schon wieder gedacht, hier wäre die Stammausgabe. Na Gott, wie blöd. Wo ist denn hier die Stammausgabe? Da oben. Ich will es doch nur mal gerade ganz kurz anspielen. Mehr will ich doch gar nicht. Beim Anfahren klingt das so schön dreckig, der Wagen. Gefällt mir ganz gut soweit. Na gut, okay, dann fahren wir jetzt also von hier aus. Einmal nochmal. Falsche Taste. So. Also erstmal hier links runter, dann da rechts hoch. Zur Werkstatt. Von der Werkstatt aus kommen wir vielleicht hier hinten rum zur Stammausgabe. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren will. Ich denke mal, hier lang wird wahrscheinlich sicherer ein Weg sein. Also hier so. Ach, schon wieder... Ich drücke irgendwie mal den linken Stick rein. Weil ich damit nämlich in BeamNG ins Menü komme. So schaut's aus. Okay, gut. Den Weg zur Werkstatt hätte ich wahrscheinlich auch so noch gefunden. Was ganz cool ist bei der Innenansicht, man hat ein bisschen eher ein Gefühl dafür, wie die Räder stehen. Als wenn die Kamera direkt hinter dem Fahrzeug wäre. So, dann nehmen wir hier jetzt mal gerade noch irgendwie was mit Kran. Wird es ja wohl hoffentlich geben. Wird es ja wohl hoffentlich geben. Ladefläche. Holzanhänger, Holzauflieger. Auch kein Kran dran. Ist auch bloß, hier ist kein Kran dran. Also jetzt fühle ich mich aber langsam ein bisschen verladen hier. Ach, das gebe doch nicht.
Oh, Binnegamer ist raus. Falls du es noch hörst, ciao und danke, dass du dabei warst. Tja. Na gut, dann gucken wir mal. Wenn wir in einer erträglichen Zeit einer Stammausgabe auskommen, dann soll mir das auch recht sein. Das heißt, wir biegen hier links ab. Peitschen dann hier ins Unbekannte. Und wollen irgendwann bei einer der Stammausgaben auskommen. Ja. Wird schon irgendwie gehen. Naja, die Handbremse war noch drin, alles klar. Ja doch. Nur mal rein mit der Karte abgeglichen. Aber sieht soweit ganz gut aus. Hier in der 1 Plus kommen wir auch. Und wir haben das Gefühl, dass der Karren mehr Dampf an die Hinterachse gibt. An die Hinterachsen gibt. So. Oh, lenk doch zurück, du Hund. Das wird noch lustig hier. Das wird noch richtig lustig alles. Eine Wasserdurchfahrt. Eine Furt. Na gut, dann fahren wir mal durch die Furt. Im automatischen Modus müssen wir natürlich schön zurückschalten. Das sieht auch ganz cool aus, wie das Wasser hier runterläuft. Das hat was. Das hat echt was. Komm hier, dritte Gang. Prügeln wir hier ein bisschen durchs Gelände, machen noch ein bisschen Fahrt. So ein bisschen vorgeplänkelt eben. Ich hab's mir am Anfang schon gesagt. Das hier, ich nehm's ja auf, das hier wird ja Folge... Oh. Folge 0 wird das hier, genau. Einerseits gehen mir die Räder zu sehr durch, andererseits habe ich Angst zurückzuschalten und dabei die Kraftübertragung komplett zu unterbrechen. So, kurz wir die Sperre hatten. Ah, was steht denn darum? Na, was steht denn darum? Der gute alte K700. Und sogar, ich habe übrigens gar nicht selbst gehupt, das macht das Spiel für mich. Aber guckt euch mal die Gabel da vorne an. Schick, schick. Steht ja einfach direkt hier schon mal mit so einer Verladegabel rum. Hier haben wir nochmal einen B131. So einen haben wir ja schon mal freigeschaltet jetzt. Schön, 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 schön. So, und das hier sieht so holzig aus. Sollte mich gar nicht wundern, wenn wir hier direkt schon an der Stammausgabe stehen. Ja, sieht so aus. Da gucke ich mal die Symbole der Fahrzeuge an. Das ist ja auch cool. Ist aber bei beiden genau derselbe Truck. Das ist einfach so ein Standardsymbol. Aber hat was, gefällt mir. So, auf irgendwas lassen wir da hinten noch drauf, auf irgendeinem Stein oder so. Und da ist die Stammausgabe. So ein Hecktriebler, wenn man der Grafik und Diff-Sperre glauben darf. Was jetzt? Der, in dem ich hier sitze? Der hat aber eine Allradfunktion, die ich aktivieren und deaktivieren kann. Stimmt, der hat die Sperre nur an der Hinterachse, ja. Von der Grafik her ist das ein Allradfahrzeug, was aber nur die Hinterräder sperren kann. Das wäre ja auch mal interessant. Sehr coole Details auf jeden Fall so gesehen. Entweder das oder es ist einfach nur ein Bug, dass der es vorne nicht anzeigt. Aber das weiß ich nicht. So. Oh, Tarindor. Moin, moin. Was machst denn du hier auf Twitch? So, okay. Und jetzt... bin ich mal gespannt, ob ich den Kran hier einigermaßen gehandelt kriege. Die Steuerung ist ein bisschen eine andere. Außerdem kann ich hier nicht mehr mit den Triggern durch die Optionen durchgehen. Okay, wir machen das hier mit dem... Das ist das Licht, inklusive Arbeitsscheinwerfer. Sehr... Huch, sehr cool.
Aber das ist nicht, was ich wollte. Hoch, runter, links, rechts, horizontal bewegen, genau. Hiermit wechsle ich die Kamera, hiermit mache ich gar nichts. Ah, haha. Manchmal muss man einfach nur lesen, was da unten steht, alles klar. Halten, wiederherstellen. Fortgeschrittenen Modus verlassen. Okay, cool. Ach gut, dann brauchen wir jetzt mal gerade Kurzholz für die Kiste hier. 3 Punkte. Habe ich gerade irgendwie die Kamera verlassen oder so. Nee, fortgeschrittenen Modus habe ich verlassen, genau deswegen. Erzeugen Kurzholz brauche ich nicht. Jetzt muss ich wieder mit der Maus hin. Also stellenweise sind die Sachen schon noch ein bisschen merkwürdig. Und warum den Krangreifer drehen und den Kran drehen vertauscht sind, ist mir irgendwie auch ein Rätsel. Klar, ist auch nur eine Gewohnheitssache, aber ich glaube, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal umstellen. Das schmeckt mir irgendwie gar nicht. Hier ständig die falsche Option wählen. So, jetzt erstmal gerade runter den ganzen Lachs. Lucky ist auch da. Den werde ich jetzt aber einfach mal nicht kommentieren. Das hat er nämlich nicht verdient. Das hat er sich gerade verscherzt mit dem, was er geschrieben hat. Wendy Key ist auch dabei. Ach, Zuschauer? Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Ich wollte doch nur mal gerade ganz kurz Mudrunner. Ich wollte doch nur, ich bin doch gleich schon wieder weg. Jetzt bin ich hier schon wieder raus. Dang it. Bin mal gespannt, ob hier gewisse Dinge noch so sind wie früher. Ich glaube, die Steuerung, so wie sie jetzt ist, ist für jemanden, der neu ins Spiel kommt, denke ich mal, ist die besser. Aber weil ich mich an das alte Layout gewöhnt habe, werde ich mir das wahrscheinlich wirklich wieder zurückstellen, so ich denn die Option bekomme vom Spiel. Das hoffe ich doch. Na, hier... So. Mensch. Genau, das hier ist vor und zurück. Ne, das ist hoch und runter. Das hier ist vor und zurück. Und den Stick nach vorne zu drücken, den anderen ist runter. Es gibt Dinge, die muss man nicht verstehen. So, reicht das jetzt? Jawohl. Hehe. Wunderbar, wunderbar. Ist auch nur eine Dreiviertelstunde vergangen, wisst ihr was? Dann können wir den ganzen Spaß jetzt auch direkt zurückbringen. Und dann wird das hier eine schön große Folge 0 gewesen sein. So. Können wir noch ein bisschen mit Licht fahren, ein bisschen durch die Nacht, haben wir es auch noch gesehen. Freue ich mich doch. Keine Ahnung, wie ich hier... wo ich lang gefahren bin und wie ich wieder zurückfinde. Durchs Wasser durch. Hier sind hoffentlich überall keine Abzweigungen. Da, wo eine Abzweigung ist, muss ich einmal abbiegen, dann bin ich da. Das sollte ja wohl hoffentlich irgendwie zu machen sein. Licht war... Nein? Ja, da ist Licht. Die Umgebung wird auch gar nicht mehr so extrem heller und dunkler, wenn ich das Licht ein- und ausschalte. Das finde ich gut. Das war nämlich früher immer so ein bisschen lästig. Diese T-Community spam. Vor allem das Geilste ist, irgendwie spammt hier gerade nur einer. NWNTV auf verlorenem Posten. Ich hau mal die Diff-Sperre rein, komm. Aber vorne dreht er weiterhin durch. Die Diff-Sperre scheint wirklich nur die hinteren Räder zu betreffen. Ich finde das gerade voll cool. Muss ich ja einfach mal so sagen, ne? Hier wäre sogar eine Abzweigung. Hier fahren wir aber weiter. Und das Ganze sogar in der Innenansicht. Hey. Also ich glaube, Mudrunner wird ein richtig geiles Projekt. Wie kommen wir hier denn am besten weiter? Legen uns ein paar Steine oder sowas rum, ne? Aber komm, ich drücke hier einfach mal gerade voll drauf. Sperre rein. Alter, was passiert denn mit der Frontscheibe? Das ist ja auch mal cool.
Ja, abgesehen davon scheine ich jetzt ein bisschen festzusitzen. Er zieht sich raus. Fast finde ich das ein bisschen schade. Habt ihr gerade hier oben den Baumstamm gesehen, den eins? Der sich gerade so ein bisschen hin und her gerollt hat. Ist auch alles ein bisschen lockerer geworden, glaube ich. So, schön da vorne gucken, wo der Weg entlang führt. Ne? Hier ganz oben links der Baumstamm. Seht ihr das? Wie der so ein bisschen nach links und rechts wippt? Jetzt kommen wir wieder nach links. Komm. Da, wupp. Ja, hat viel Spiel. Ich mag solche Details. Beim Koop mitzumachen. Ja gut, was den Koop angeht, also ich glaube, das Spiel, das wird bei mir sowieso ein bisschen übergesuchtet. Aber dazu später mehr. Das wird sich dann alles noch zeigen. So, erstmal in den 1 Plus rein. Mal ein bisschen Fahrt machen hier, schön in die Plörre rein. Na komm, ich nehme den 1er. Können wir uns doch ein bisschen mit Sinn und Verstand hier rausziehen, das macht vielleicht doch mehr Sinn. Darin beschreibt, ich bin voll aktiv. Die Fies Rawhide? Aber worum es geht, ist schon durchgescrollt, sorry. Das kann ich jetzt gar nicht kommentieren. Aber die Änderungen, die sie hier gemacht haben, die feiere ich gerade richtig. Muss ich ja einfach mal so sagen. So, einmal hier um die Kurve. Sägewerk mit Arbeitsbeleuchtung, wenn ich mein Licht ausschalte. Die Nacht scheint mir generell auch dunkler zu sein jetzt. Schick, schick. Ein Video zu Horizon wird es in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht mehr gehen. Errungenschaft freigeschaltet, fahr vorsichtig. Was ist denn für eine Errungenschaft? Holz abliefern, ohne die Kiste zu beschädigen? Hey, ich bin gut. Jetzt, als auch gerade in diese Einzelpixel zersprungen ist. Ja doch, ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird richtig gut. Wenn ich nicht in 10 Minuten schlafen gehen würde, würde ich auch anfangen zu zocken. Ja, ich mache jetzt auch nicht mehr lang. Wie gesagt, war ja nur eine kleine Proberunde jetzt. Deswegen werde ich jetzt auch die Map gar nicht weiterspielen. Das ist dann eine Sache für den Multiplayer irgendwann. Könnte man zwar auch alleine machen, aber es zieht sich natürlich ewig. Video zu Horizon wird es in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht geben. Ja, gut. Dann würde ich sagen, für dieses Video soll es das gewesen sein. Nach immerhin 48 Minuten MudRunner austesten. Und ja, ich freue mich auf weitere Sessions. Bin mal gespannt, was dabei alles rumkommt. Also dann vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Kerge.